Hallo zusammen, ich möchte mit euch die Ungleichung 9 hoch x ist größer gleich 9 243. lösen. Und wenn wir uns diese Ungleichung anschauen, dann fällt auf, dass die 9 und eben auch die 243, dass das alles Dreierpotenzen sind. Und insofern können wir diese Ungleichung erst einmal umformen in 9 ist das gleiche wie 3 hoch 2, also 3 hoch 2 hoch x und das ist größer gleich. Im Zähler haben wir wieder die 9, also 3 hoch 2 und die 243 ist das gleiche wie 3 hoch 5. Also wenn wir die 3 fünfmal mit sich selbst multiplizieren, 3 mal 3 mal 3 und so weiter, das ergibt dann 243. Und jetzt können wir mit Hilfe von einigen Potenzgesetzen diese Ungleichung noch etwas vereinfachen. Wir haben hier eine Potenz, die noch einmal potenziert wird. Hier können wir das Potenzgesetz a hoch n ist gleich a hoch m mal n anwenden. Das bedeutet also, dass wir diese Exponenten miteinander multiplizieren können. Wir erhalten dann 3 hoch 2x und das ist größer gleich. Und hier dividieren wir zwei Potenzen, welche die gleiche Basis besitzen. Und auch hierfür gibt es ein Potenzgesetz, nämlich a hoch m durch a hoch n. Und das ist das gleiche wie a hoch m minus n. Das bedeutet also, die Exponenten, die wären subtrahiert. Und damit erhalten wir 3 und dann hoch 2 minus 5 und 2 minus 5, das ergibt minus 3, also 3 hoch minus 3. Und jetzt vergleichen wir zwei Potenzen miteinander, welche die gleiche Basis besitzen. Und das bedeutet, wenn wir diese Ungleichung lösen wollen, dann müssen wir jetzt nur noch die Exponenten miteinander vergleichen, weil die Basis ist ja schon gleich. Das heißt, wir können jetzt als nächsten Umformungsschritt sagen, dass 2x größer gleich minus 3 sein muss. Und wenn das erfüllt ist, dann gilt auch dieser Zusammenhang. Wir wenden den sogenannten Exponentenvergleich an. Und wenn wir diese Ungleichung jetzt weiter lösen, dann dividieren wir durch 2 und erhalten, dass x größer gleich minus 3 halbe sein muss. Und damit haben wir die Lösungsmenge für diese Ungleichung gefunden, nämlich x kann eine beliebige reelle Zahl sein, allerdings mit der Eigenschaft, dass x größer gleich minus 3 halbe sein muss. Alles Gute, alles Liebe, euer Jagdmeister X.